Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Saitirina, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die 12 Häuser, und ich nenne das eher Lebensbereichen. Das spricht mich besser an. Und jetzt bei Teil 2 geht es um Wesentliche, nämlich dein Geburtshoroskop. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen. Das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat im Erdenleben. Du bist ein Kind davon. Das beeinflusst dein Aussehen, dein Auftreten, deine Persönlichkeit, und so bist du auch wahrgenommen. Die Schütze begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende. Das ist dein Lagna oder dein Aszendent. Die Tierkreiszeichen Schütze gehört zum Feuerelement. Feuerelement zeigt Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Setzt auch etwas in Bewegung. Und das prägt natürlich deine Persönlichkeit. Die kann man schnell von etwas begeistern. Aber die Schütze meint oft, oh, das muss noch etwas Besseres sein. Das ist die Jupiter-Energie, was hier vergrößert etwas oder schenkt diese optimistische Haltung. Jupiter vergrößert etwas, bringt aber auch Glück im Leben, und dieses Glück begleitet dich auch. Wenn du betrachtest, wo die Schütze zeigt, dann hast du Orientierung im Leben. Die Tierkreiszeichen Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Das sind ganz viele Sterne in diesem Bereich. Das ist die Zentrum, die Fokus. Esoterisch heißt das, hier sind unsere Wünsche. Und wenn du danach lebst, weil dich das begeistert, dann hast du Orientierung. Wenn man das nicht betrachtet, dann verliert die Schütze die Orientierung, wirkt manchmal orientierungslos. Schütze hat einen Bezug zur Bewegung, schnelle Autos, Schnelligkeit oder Sport. Also das ist auch möglich, dass dich Sport begeistert. Schütze steht auch in Verbindung zum Ausland und Reisen. Schütze sucht die Weite. Aber das kann auch eine innere Reise sein. Und das sind Themen wie Spiritualität oder religiösen Themen. Und diese Weisheit, was hier auch Jupiter zeigt, Jupiter verkörpert auch dieses tiefes Wissen, die Weisheit, diese Intuition, dieses intuitives Wissen. Die zweiten Lebensbereich sind die Werte, Wertschätzung und Selbstwertgefühl. Und auch die Finanzen. Und das hängt energetisch zusammen. Wenn jemand sagt,
ich bin es nicht wert, fühlt man sich wertlos. Oder ich habe das nicht verdient, dann verdient auch nicht oder weniger. Dann kommen auch Gefühle dazu, wie Schuldgefühl. Das führt zum Schulden oder Verlustangst führt zum Verlust. Das kann auch die Finanzen sein. Also immer auf die Gedanken und auch die Gefühle achten, was das auslöst, auch im Bereich Finanzen. Hier hast du die Steinbock. Steinbock ist sehr interessant, weil das wirkt in jungen Jahren streng, ist auch anstrengend. Und es ist gut möglich, ein strenges Elternhaus, wo deine Wünsche nicht erfüllt waren. Oder warst du klein gehalten? Es wurden deine Werte nicht erkannt. Zum Glück wirkt Steinbock im zweiten Lebenshälfte sehr vorteilhaft. Ich sage dazu immer, das ist ein Stück Paradies. Ein Stück paradiesische Erde ist die Steinbock. Warum? Hier herrscht Saturn. Saturn ist streng. Ja, streng und sind auch Einschränkungen. Deswegen habe ich auch das erwähnt, in jungen Jahren waren da Einschränkungen. Du hast nicht immer das bekommen, was du wolltest. Saturn herrschte im goldenen Zeitalter. Und das war noch der paradiesische Zustand. Nicht umsonst haben die römischen Kaiser Saturn verehrt. Das war in Goldmünzen geprägt, auf ihren Thronen geprägt, die Saturn-Symbol. Die wussten, was sie machen. Saturn zeigt auch hier dieser Reichtum. Aber Saturn belehrt uns auch. Und das, was du lernst hier, zu deinen Werten stehen, zu deiner Größe, und auch die Zielsetzung, das ist die Stärke der Steinbock. Ziele setzen. Und egal wie schwierig dieser Weg erscheint, nicht aufgeben. Steinbock hat diese Ausdauer und Geduld und erreicht auch diese Ziele, klettert bis zur Spitze des Berges. Und das erlebst du im Lebensbereich Werte. Eine Vorstellung zum Haben, zum idealen Zustand, auch Gewinn, auch die Finanzen. Du brauchst dieses Bild, diese Ziele. Was möchtest du erreichen Monat zu Monat? Aber das soll erstmal realistisch sein und dann nicht aufgeben. Und das ist nicht unbedingt die Sparsamkeit gemeint damit, sondern die Einstellung, diese Vorstellung zu haben. Und wenn man ankommt und erreicht man die Ziele, dann hat man ein Stück Paradies im Leben. Und das sind Werte. Und das sollst du in Besitz nehmen. Natürlich handelt es sich hier in erster Linie um Geld. Aber es gibt auch andere Werte. Innerer Reichtum oder geistiger Reichtum gehört auch dazu, deine wertvolle Partnerschaft oder eine wertvolle Freundschaft sind auch Werte, das sollte man auch in Besitz nehmen. Im dritten Lebensbereich sind die Erinnerungen an die Schulzeit. Wie hast du das erlebt und wie bist du mit anderen Kindern klargekommen in die Klasse oder Geschwister? Hast du dich durchgesetzt oder warst du immer auf die Seite geschoben? Diese Erinnerungen bleiben und es zieht sich wie rote Faden in unserem Leben. Wenn wir damals nicht gelernt haben, dann spiegelt das Leben später. Immerhin ist die Schule des Lebens und das muss bestehen, also muss auch mal durchsetzen.
und lernen von jeder Situation. Aber bedeutet dieser Lebensbereich auch Schulungen, Informationen, Austausch von Informationen und auch Medien. Hier hast du Wassermann. Wassermann ist die Ideenreichtum und denkt in Zeit voraus. Und dieses Denken hast du. Und ich kann das gut vorstellen, dass du immer schneller warst als die anderen. Und dann hat dich vielleicht manchmal das gelangweilt. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format betrachte und das vergleiche ich mit einem Baum. Hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Hier sind unsere Wurzeln, Herkunft, unsere Vorfahren, aber auch unserem Zuhause. Das ist die Basis, das ist die Fundament und auf diese Fundament wird das Leben aufgebaut. Und hier hast du die Fischen. Ja, wie sollst du dich da festhalten? Das ist Wasser. Die Tierkreis zeichnen, Fischen gehört zum Wasserelement. Das ist gar nicht einfach. Und das symbolisiert die Gefühle. Die Gefühle sind die Basis, die Fundament. Und wenn das in Ordnung ist, dann kannst du auf die bauen, weil das ist dann Inspiration. Und mit dieser Inspiration, mit dieser Intuition kannst du alles erreichen. Dann fließt alles auf dich zu. Die Basis ist Vertrauen, das Fluss des Lebens. In diesem Sternbild sind es zwei Fischen und sie schwimmen in diesem Wasser und das symbolisiert die Gefühle und die eine Richtung, die eine Fisch hat ständig Angst, zweifelt an sich selbst, zweifelt an allem und hat selbst Mitleid. Und leiden alle mit. Und ich bin davon überzeugt, das gibt auch Menschen, die das auch genießen, endlich Aufmerksamkeit bekommen, ein bisschen Streicheleinheiten. Aber eins merken sie nicht, die Angst bleibt, die Zweifel bleibt und genau das wird befestigt mit dieser Haltung und es blockiert, geht nichts voran. Aber gar nichts, auch finanziell nicht, auch beruflich nicht, auch familiär nicht, auch in die Beziehung nicht. Weil das genau das blockiert, da bewegt sich nichts. Und die Angst wird größer, die Probleme werden größer. Und das zieht alles in die Tiefe. Das ist schon Sumpfgebiet. Da kommen die Depressionen. Es gibt Menschen, die neigen dann zum Alkohol oder Drogen. Dann kann ich eins sagen, das ist Endstation. Da muss zurück, da muss umkehren, weil dann geht es nichts voran. Umkehren und erkennen, die Reichtum hier, das große Glück liegt hier im Fischen. Das ist aber der andere Fisch. Die anderen Gefühle, das sind die positiven Gefühle. Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und Liebe und ein Traum. Ja, hier wirkt Jupiter und Neptun. Jupiter bringt das Glück und Neptun zeigt, leb dein Traum. Das ist doch die Realität. Stell dir vor, die ideale Zustand und glaube daran. Hier ist die Glaube verborgen und daran liegt die Reichtum. Auch die finanzielle Reichtum. Ich erwähne das immer wieder. Das haben wir in Astrologie-Schule damals gelernt. Die meisten Reichen oder Bankier sind in Tierkreiszeichen Fischen geboren. Das ist statistisch belegt. Warum wohl? Weil sie haben eine Vorstellung und sie können das vorstellen. Sogar in Millionen oder Milliardenhöhe können sie das vorstellen.
Und die glauben das auch. Und sie schwimmen im Geld. Und wenn jemand diese Vorstellung hat und diese großartige Glaube, dann kann ich eins sagen, die haben das auch verdient. Weil sie haben eine andere Einstellung zum Geld. Und es geht nicht nur um Geld, sondern um wertvolle Dinge besitzen im Leben. Und das zeigt hier die Fische. Ein Bild zu haben von Ideale, eine Vorstellung von idealer Zustand. Und jeden Tag 5 Minuten, nur diese 5 Minuten, und das genügt schon, die Aufmerksamkeit auf diese Bilder lenken, dann haben wir die Energie auf diese Vorstellung. Und das manifestiert sich. Und wenn wir das glauben, dann kommt das auch so. Und das passiert auch. Und das ist Realität. Und das ist hier dieser Brunnen. Dazu kommt natürlich die Intuition und Inspiration. Und das ist die Basis, das ist die Fundament. Egal, was du möchtest im Leben, auch Kleinigkeiten kannst du vorstellen. Ich habe vor ein paar Wochen ein paar Schuhe gekauft. Und ich wusste, was ich will. Auch die Farbe, auch die Form. Und mit dieser Vorstellung bin ich einkaufen gefahren. Und ganze Zeit habe ich das so vorgestellt, genau diese Schuhe werde ich auch bekommen. Genau das, was ich vor. Ich war so überzeugt davon. Dann bin ich im Schuhgeschäft, das ist etwas kleiner, und ich habe in diesem Laden diese Schuhe nicht gesehen. Auch nicht die Farbe, auch nicht die Form. Und dann kam der Besitzer und habe ich gesagt, was ich möchte. Und er hat die gleiche Schuhe, wie ich das vorgestellt habe, genau die Schuhe hat von Lager geholt. Ich habe die Schuhe bekommen. Und das ist für mich wieder ein Beweis, wie das funktioniert. Diese Schuhe waren nicht im Laden. Und ich habe das beschrieben und genau die Schuhe habe ich auch bekommen. Und das funktioniert auch in Kleinigkeiten, wenn man vorstellt, einen Parkplatz zu bekommen. Und diese Vorstellung hat unterwegs und glaubt man daran, dann kommt das auch so. Das ist Übung. Und das hilft. Das sind Übungen im Leben. Dann bekommt man dieses Vertrauen. Und dann weiß man, ja, das funktioniert auch. Wirklich, im Tat funktioniert das. Und das gibt dir die Halt im Leben. Im 5. Lebensbereich sind die Kinder. Natürlich unsere eigenen Kinder oder Enkelkinder, aber auch die Erinnerungen an die Kindheit. Die schönen Erinnerungen sollen wir bewahren und behüten. Und all das, was mit Tränen verbunden sind, da brauchen wir nicht aufhalten. Und hier liegt die schöpferische Kraft. Die Kinder zeigen, wie wir unserem Leben schöpferisch, spielerisch gestalten können. Und dazu kommt diese Lebensfreude. Hier hast du die wieder. Natürlich ist die wieder kämpferisch. Das kann ein Hinweis sein, dass du dich immer wieder durchboxen müsstest in Kindheit, dass es gar nicht einfach war. Du musstest immer dich behaupten, immer Kraft zu zeigen, immer dich durchsetzen. Die Wider ist aber auch die Begeisterung, es ist Feuerelement und ist mutig, mal was Neues starten, gestalten. Und das kannst natürlich nützen, diese Energie, wenn das um Kreativität geht. Im 6. Lebensbereich ist die Alltag, die Pflichten, die Arbeit und Gesundheit. Hier hast du Stier. Die Stier vermittelt Ruhe. Die Stier braucht auch diese Ruhe. Und das brauchst auch im Alltag.
auch mal das Genießen, die Tage genießen. Stier liebt es auch, dieses Genuss. Aber auch die Sicherheit, Stabilität und Besitz, auch Finanzen, das gehört auch zum Stierbereich. Über die Tierkreis zeichnen Stier herrscht Venus. Und das ist Kunst, Kreativität, Schönheit. Und Stier liebt es auch, so schöne Umgebung, alles schön dekorieren. Und das brauchst du im Alltag, weil das ist für dich sehr beruhigend. Wenn du betrachtest hier die Aszendent-Schütze, das heißt, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment ist die Tierkreiszeichen Zwillinge in Westhorizont nach unten gegangen wie ein Sonnenuntergang. Und mit dieser Energie öffnet sich den Tor zum Partnerschaft. In dem Moment, in dem Augenblick, wo du geboren bist, sind sie aber noch hier im Gleichgewicht, was auch die Waage symbolisiert. Und in dem Moment schaust du in diesem Spiegel. Und das ist wie ein Spiegelblick, zeigt die Partnerschaft, dein Seelenpartner. Und mit diesem Tierkreiszeichen Zwillingen öffnet sich den Tor zum Partnerschaft. Was solltest du hier wissen? Das erzählt die mythologische Geschichte von klassischen griechischen Mythologie. Es gab einmal eine Königin, Leda, und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta. Und Leda wurde von ihm auch schwanger und gebar den Zwillingen, Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Zeus, von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Und dann kam die Zeit, wo Castor sterben musste, und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ja, ich will auch sterben, ich kann meinen Halbbruder nicht alleine lassen. Und Zeus hat gesagt, nein, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen unsterblich gemacht und im Himmel gesetzt. Und sie sind immer noch miteinander verbunden, Castor und Pollux. Und diese Geschichte erzählt uns was Wichtiges, dass wir Menschen eine Seele haben. Und das ist göttlich. Das ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Also haben wir eine göttliche Funke in uns, in unserem Inneren. Und das ist unsterblich. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde, aber hat die volle Bewusstsein, die Erinnerungen und sogar die Gefühle und kehrt zurück zum Gott. Und ich kann sinngemäß das so vorstellen, dass Gott fragt dann, na, wie war auf die Erde, erzähl mal. Und die Seele erzählt und erzählt und erzählt und das ganze Leben spielt sich ab wie ein Film. Und Ende des Filmes, so kann ich das mal so vorstellen, fragt Gott, ja und wie fühlst du dich jetzt? Wenn die Seele sagt, ja wundervoll, also das war so toll auf die Erde, dann hat die Seele befreit von Karma. Natürlich kommt die Gerechtigkeit dazu, Ursache und Wirkung, alles was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns immer zurück, das ist ein Gesetz. Aber jetzt geht nicht um Gerechtigkeit, sondern die Seelenreise. Wenn die Seele sagt, ich habe das Film nochmal angeschaut, das zeigt mein ganzes Leben. Und jetzt stelle ich mir vor, ich habe gar nicht gelebt. Ich habe gar nicht gelebt. Ich habe gar nicht das gemacht, was ich wollte. Ich habe mich gar nicht verwirklicht. Ich habe nur Ängste gehabt. Dann sagt Gott, ja, dann mach besser, geh zurück, mach besser.
Und die Seele macht eine Seelenreise. Und das ist wie ein Rad. Wir sind in diesem Rad drin. Und das ist die Schicksalsrad. Und machen wir einen Weg, ein Schicksal, ein Schicksalsweg. Das heißt, die Seele sucht einen neuen Schicksalsweg aus. Genau das, was die Seele braucht. Und das ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt und hat ein Ende. Das ist unserem Tod. Und das zeigt die Zwillinge. Dieser seelische Bereich, die Unsterblichkeit, das ist Pollux, das ist göttlich. Wir sind ein Teil von der göttlichen Schöpfung und der Schicksalsweg ist begrenzt, also wir sterben, das ist Kastor. Und die beiden sind miteinander verbunden und das ist die seelische Verbindung auch. Und wenn du das vertraust, diese seelische Verbindung zu deinem Seelenpartner, damit öffnet sich den Tor zum Partnerschaft. Und dann kommt die Luftelement dazu, die Leichtigkeit und die Zwillinge, dieses Spielerische. Im achten Lebensbereich ist der Tod. Tatsächlich hat das mit Todesfall und Erbschaft auch was zu tun. Gehört auch zu unserem Leben. Aber dieser achte Lebensbereich zeigt auch, wie wichtig das ist, dass viele Dinge in unserem Leben absterben, damit etwas Neues entstehen kann. Ich erkläre das immer wieder mal so, wenn wir geboren sind, kommen wir nicht mit leeren Händen, sondern wir haben mal sinngemäß einen Rucksack dabei. Und in diesem Rucksack ist alles drin, was wir in früheren Leben schon erlebt haben. Ganze Erinnerungen, Erfahrungen und Gefühle. Also ist was drin. Und dann beginnt unser Leben. Und machen wir neue Erfahrungen, kommen neue Begegnungen, anderen Gefühlen dazu. Und machen wir unseren Lebensweg. Und dieser Rucksack ist immer mehr voll und manchmal ist es zu schwer. Dann haben wir eine schwere Last zum Tragen. Und dieser Lebensbereich belehrt uns, mal Pause zu machen und sagen, jetzt stopp, ich schaue das an, was ist in diesem Rucksack alles drin? Brauche ich das oder brauche ich das nicht? Und es lohnt sich, ein Inventur zu machen. Und dann überlegen, welche Gewohnheiten möchte ich befestigen und von welchen Gewohnheiten möchte ich verabschieden. Das alles aufschreiben. Dann welchen Glaubenssätze habe ich? Ist es gut für mich? Oder habe ich Glaubenssätze, was mich klein hält? Wie zum Beispiel, ich bin es nicht wert, sind auch Glaubenssätze. Das auch alles aufschreiben. Dann überlegen, welche Kontakte habe ich. Sind das liebevolle Kontakte, gute Freundschaften? Das bewahren, das befestigen. Oder sind es Kontakte dabei, die mich nerven? Dann davon verabschieden. Dann Gegenstände. Die ganze Inventur im Haus, welche Möbelstück möchte ich bewahren und was brauche ich nicht, dann davon verabschieden. Aber auch Gefühlen überprüfen, negativen Gefühlen, Angst, Zweifel, Schuldgefühl, davon auch verabschieden. Es hilft, wenn man das aufschreibt und dann kann man das eins nach dem anderen abarbeiten. Und dann geht alles viel leichter. Dieser Rucksack ist leicht. Das Lebensweg ist viel einfacher. Und wir haben mehr Platz für neue Dinge, für neue Erfahrungen. Und das ist dieser Prozess, das Loslassen. Dazu kommt noch ämtliche Themen, alles was mit Finanzen
was zu tun hat. Warum? Weil dieser achte Lebensbereich spiegelt die zweite Lebensbereich. So hängt das auch alles zusammen. Und welche Ämter, das sind erbschaftliche Situationen oder Finanzamt oder Banken, Versicherungen, Investitionen. Und hier hast du Krebs. Die Krebs zeigt dir, dieses Gefühl zu haben, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln, wann ist besser zum Abwarten. Krebs hat dieses Feingefühl. Und das hilft, wenn du intuitiv bist, dann verspürst es auch. Krebs weiß, wann etwas geboren muss. Außerdem zeigt die Krebs ein Zuhause. Und das ist nicht nur dein Wohnort, sondern auch dein Inneren. Deine Seele braucht ein Zuhause. Ich nenne das als inneren Tempel. Wenn wir die Augen schließen und vorstellen, all das, was wir erreichen möchten, und wollen wir zum Ruhe kommen, dann sollen wir das gestalten, was uns beruhigt. Das kann ein Blumenwiese sein, ein Tempel oder ein gemütliches Wohnzimmer, jede nach ihren Fantasie. Und immer wieder diese Bilder pflegen, weil das tut gut für unsere Seele und wir sollen um unsere Seele kümmern. Und das ist dieser Tempel, dieser innere Tempel. Der neunte Lebensbereich hat einen Bezug zum Reisen Ausland. Mit Schütze Aszendent stehst schon in Verbindung. Das ist so Schütze Energie hier, Schütze Thematik. Aber auch Bildung, höheren Bildung, Weisheit und inneren Reise, die Spiritualität. Hier hast du die Löwe. Was zeigt die Löwe hier? Deine Selbstdarstellung. Das, was du suchst, das ist deine innere Reise. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und Sonne symbolisiert das Selbst. Und Sonne steht im Mittelpunkt in unserem Sonnensystem. Und wir selbst stehen im Mittelpunkt in unserem Leben. Und das heißt nicht egoistisch zu sein, sondern man braucht dieses Selbstbewusstsein, bewusst zu sein, ich bin's. Was hier auch hilft, die Sonnensymbol ist ein Kreis und in Mitte ist ein Punkt. Und das kannst auch üben. Mach einen Kreis, das kannst du auch mit Salz machen. Ein Salzkreis und stell dich in die Mitte. Und sag, ich bin hier die Mitte und dieser Kreis symbolisiert mein Leben, mein Königreich. Und ich bin hier die Königin und ich beherrsche das. Ich beherrsche mein Leben, ich beherrsche meine Gedanken, ich beherrsche meine Gefühle. Und dieser Salzkreis, das ist die Grenzen. Und die Menschen, die mir gut tun, die dürfen kommen, die sind herzlich willkommen. Das ist ein Austausch, geben und nehmen, eine schöne Verbindung, das Befestigen. Und die Menschen, die dich verletzen, die haben in dein Königreich nichts zum Suchen. Und dann schließt es und sage, das tut mir nicht gut, also ich setze Grenzen oder ich verabschiede davon. Und so beherrscht dein Leben. Und das, was die Löwe auch zeigt. Und dann hast du diese inneren Kraft, dieses Selbstbewusstsein. Und das strahlt was aus, wie die Sonne. Die zehnte Lebensbereich ist der höchste Punkt des Horoskopes, zurück zum Beispiel ein Baum, dann ist das die Krone des Baumes. Das ist das Höchste, was man überhaupt erreichen kann.
Daran liegt auch die Berufung, aber auch die Zielerreichung. Und hier bekommen wir dann auch Anerkennung und steht auch in die Öffentlichkeit. Und hier hast du Jungfrau. Jungfrau ist nicht unbedingt die Jungfrau betonte Menschen, die gerne in den Mittelpunkt sind. Die sind eher im Hintergrund, die beobachten, die brauchen diesen Glanz nicht unbedingt. Aber die sind sehr klug und sie haben dieses analytische Denken. Die können trennen Spreu von Weizen und sie untersuchen das, die schauen auch in die Tiefe. Und die sind sehr ökonomisch auch. Und hier ist auch Heilung, das ist Heilenergie. Jungfrau ist die Reinigung und Heilung. Und das kann ein Hinweis sein, das sind deine Ziele, etwas in Ordnung zu bringen oder auf etwas Heilung bringen. Es ist nicht nur der Gesundheitszustand, sondern Situationen im Leben, was uns kränkt, da mal Ordnung bringen und Heilung. Und dadurch bekommst du auch Anerkennung. Im 11. Lebensbereich sind die Wünsche und Freundschaften. Und wir sollen mit unseren Wünschen, Sehnsüchten Freundschaft schließen, weil das bringt uns voran. Das ist die Orientierung in unserem Leben. Und hier sind auch Menschen, die gleichgesinnt sind. Gruppen wie ein Verein oder eine Partei, das zum Gründen oder da einen Vertrag unterschreiben und da teilnehmen. Und hier hast du die Waage. Die Waage symbolisiert Partnerschaft. Das kann auch dein Wunsch sein, entspricht deiner Wünsche. Außerdem Waage symbolisiert auch die Gerechtigkeit. Und du hast diesen Gerechtigkeitssinn. Waage zeigt auch Harmonie und Schönheit und Kreativität. Und dieser Bereich bist du unterwegs, wenn das um Gruppe von Menschen sind. Die sind auch kreativ oder künstlerisch begabt. Aber achte auf eins. Wenn du versuchst, alle recht zu machen, dich beliebt zu machen, dann kippt die Waageschale und du fühlst dich ausgenützt oder verletzt. Achte auf dem Gleichgewicht. Nehmen und geben muss im Gleichgewicht sein. Im 12. Lebensbereich sind die tiefsten Geheimnisse des Lebens und hier hast du Skorpion. Das ist auch Wasserelement, hat auch mit unseren Gefühlen was zu tun und das zeigt hier die Kundalini-Energie, das ist eine Schlangenenergie. Und davon gibt zwei. Die eine Schlange zieht die Energie nach unten. Das sind die negativen Gefühle. Dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Eifersucht, Neid, Hass. Es sind negative Gefühle, die blockieren. Die positiven Gefühle, das ist die zweite Schlangenenergie, was die ganze Energiefeld nach oben lenkt. Das ist wie Steigerung nach oben, wie Phönix aus der Asche. Und das sind die positiven Gefühle, dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Zärtlichkeit, Begeisterung, Fürsorglichkeit, Liebe. Das ist hier im Skorpion, die Skorpion zeigt uns das, wie wir diese alchemistischen Prozesse, diese Wandlung machen können mit unseren Gefühlen. Das sind Gefühle, das ist Wasser, hier handelt es sich um Gefühle. Also kennt auch die Tiefe, aber von der Tiefe heraus steigen wir nach oben. Aber was machen wir dann, wenn wir Angst haben? Die Gefühl ist da. Daran können wir nichts ändern erstmal. Wir können nicht so tun, wenn das nichts wäre. Umdenken, sofort umdenken, an etwas denken, was uns begeistert. Die Angst verschwindet. Und das sind hier diese Prozesse. Außerdem, hier sind noch eine andere Art von Schlangenenergie und das erzählt das Stammbild Asklepios, dieser himmlische Arzt, der Schlangenträger. Und dieser Schlangenträger ist ein Stammbild im Himmel, das befindet sich zwischen Skorpion und Schütze. Befindet sich sogar im Ekliptik.
Und die Ekliptik ist eigentlich die 12 Tierkreiszeichen. Wenn man das so richtig betrachtet und mal nachdenkt, dann könnte man sagen, dass dieser Stammbild, dieser Schlangenträger, wäre dann die 13. Tierkreiszeichen. Warum das nicht so ist, weiß ich nicht. Ich habe auch diese Frage gestellt, ich finde keine Antwort. Jeden Fall gehört nicht zu dem Tierkreiszeichen, obwohl auf dem Ekliptik befindet, genau in diesem Bereich zwischen Skorpion und Schütze. Und die Geschichte dazu ist, dieser Asklepios, dieser Schlangenträger, ist der Sohn von Sonnengott Apollo. Und er ist der große Heiler, der himmlische Arzt. Und es gab ein Kind, und dieses Kind ist in einen Honigtopf gefallen. Und Asklepios musste dieses Kind retten, heilen. Und es gaben zwei Schlangen. Das ist die Zwei-Schlangen-Energie eigentlich. Die eine Schlange hat die Gift in sich, der andere ist die Heilkräuter. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Er musste dieses Kind heilen. Und er hat die Heilkräuter gewählt, zum Glück, und hat das Kind geheilt. Diese Geschichte hat auch eine symbolische Bedeutung. Die eine Schlange mit Gift, das ist die Lüge. Der andere mit Heilkräuter ist die Wahrheit. Und wir begegnen mit beiden Energieformen in unserem Leben. Und wir treffen die Entscheidung, so wie Asklepios. Was glauben wir? Glauben wir an die Lüge oder an die Wahrheit? Wenn wir auf dem Lügen glauben, dann sind wir wie ein Kind. Fallen wir auf einen Honigtopf. Weil eine Lüge kommt immer honigsüß verpackt. Also hier auch diese Einflüsse von außen zeigt auch, und das ist auch Skorpionenergie, obwohl das ist ein einzelnes Sternbild, trotzdem hat ein Einfluss auf beiden Tierkreiszeichen, auch für Skorpion, auch für Schütze, weil in diesem Bereich wirkt diese Asklepios, aber auch die Heilung natürlich, auch Heilenergie. Sonne befindet sich im Krebs, im 8. Lebensbereich. Mond befindet sich im Stier. Sonne und Mond steht in Harmonie. Krebs ist Wasserelement. Stier ist Erdeelement und Wasser, Erde, die harmonisieren miteinander. Sonne symbolisiert der Vater, Mond symbolisiert die Mutter. Sonne symbolisiert das Selbst, Mond symbolisiert die Gefühle. Und hier bei Stier ist wichtig die Selbstwertgefühl und die Sicherheit, auch die finanzielle Sicherheit, und das Leben genießen zu können. Und hier die Sonne ist die Reise, diese Selbstfindung. Hier im 8. Lebensbereich handelt sich hier um diese Transformation, die Suche nach Selbst. Aber weil Sonne in Verbindung steht mit Vater, das kann auch Vaterthemen sein. Merkur steht für Kindheit und Jugend, spiegelt diese Zeit auch. Merkur ist aber auch das praktische Wissen und die Handlungen, Gespräche, Verträge, all das gehört auch zum Merkur. Und Merkur ist rückläufig im Horoskop. Diese Rückläufigkeit zeigt Vergangenheit. Erinnerungen. Das kann auch karmische Erinnerungen sein. Und Merkur ist auch hier im Krebs. Und das hat mit Vaterbild was zu tun.
Jupiter vergrößert etwas. Jupiter zeigt aber auch die Gerechtigkeit, die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung und öffnet unseren Augen auch auf die Ungerechtigkeiten. Jupiter bringt auch Glück in unserem Leben. Jupiter befindet sich im Widder, hier im Bereich Kinder. Also mit Kindern hast du Glück. Auch wenn deine Kreativität lebst, hast du auch Glück im Leben. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Und mit Mars-Energie lernen wir uns wehren, uns durchsetzen im Leben. Diese Mars-Energie ist männlich und bedeutet auch der Mann. Im Geburtshoroskop ist das der Partner. Mars ist im Waage. Wenn das um diesen Mann handelt, um die Partner, dann ist die Waage-Energie sehr angenehm. Ein gut aussehender Mann, sehr feinfühlig, vielleicht sogar künstlerisch begabt, dann ist diese Waage-Eigenschaft sehr, sehr gut. Aber wenn das um Kraft geht, dich durchsetzen im Leben, dann ist das mit Waage schwierig, weil du brauchst die Harmonie. Und dann neigst du dazu, nachzugeben, dass es alles schön harmonisch ist. Und wenn mal die Kragen platzt und bist mal ein bisschen lauter, und das kann Mars ganz gut, dann bereust du das oder hast du Schuldgefühl und dann entschuldigst dich dafür, dass das wieder Harmonie ist. Venus ist der Planet der Liebe. Venus ist weiblich und zeigt uns als Frau. Dein Aussehen, deine Weiblichkeit, das ist alles Venus-Energie und hat einen Einfluss auf Liebe, Partnerschaft auch. Venus ist im Löwe. Und Löwe liebt Luxus und Glanz und im Mittelpunkt zu sein. Und du als Frau liebst das auch. Venus ist hier im 9. Lebensbereich. Und hier ist eine Reise, das Lernen, das wirklich im Glanz zu bringen. Aber bedeutet auch, dass du die Liebe im Ausland kennenlernst oder deine große Liebe kommt von Ausland oder hast du einen Bezug zum Reisen und Ausland, weil du das liebst. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma. Saturn ist im Horoskop im Jungfrau. Saturn belehrt uns auch. Im ersten Lebenshälfte ist Saturn streng. Und hier im Jungfrau kann das sehr kritisch sein, dass du immer wieder Kritik bekommen hast. Und das hat dich immer wieder zurückgeworfen, obwohl hier im höchsten Punkt braucht man schon Anerkennung und Respekt. Wenn dazu kommt noch, dass du dann anfängst, die Fehler an dir zu suchen und bist zu kritisch mit dir selbst gegenüber, dann ist das nicht gut. Saturn wirkt im 2. Lebenshälfte sehr gut, weil Saturn belehrt und sorgt dafür, dass da Ordnung ist, Struktur, Sicherheit, Stabilität und auch, dass du Anerkennung bekommst, Respekt. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und oft kommt das plötzlich, unerwartet. Uranus zeigt auch Begegnungen unerwarteter Art und Weise oder durch ungewöhnlichen Umständen. Uranus befindet sich in Zwillingen und wirkt auf die Partnerschaft. Immer wieder Umbrüche, Veränderungen oder kann auch auslösen, dass du weißt nie, was kommt, weil
Da ändert sich immer wieder was, aber kann auch bedeuten eine ganz außergewöhnliche Partnerschaft. Neptun lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Das ist die Fische-Energie, weil Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fische. Aber in deinem Geburtshoroskop ist Neptun im Jungfrau. Leb deinen Traum. Und Jungfrau sagt dazu, das ist in Ordnung. Das ist Erde, das ist dann auch die Realität. Du kannst deine Träume verwirklichen. Außerdem ist Neptun der Planet der Künstler. Und das kann auch die Berufung bedeuten, entweder die Jungfrau, die Heilung, die heilerische Richtung oder ein Forschungsgebiet, passt auch sehr gut zum Jungfrau, oder die Kunstkreativität. Pluto zeigt, wir sollen auf die Wesentlichen konzentrieren. Pluto hat ein Motto, alles oder nichts. Bei Pluto gibt es nicht viel Leid, das kennt Pluto nicht. Und Pluto lässt alles loslassen, verabschieden von allem, was diese Energie raubt. Pluto ist auch die innere Kraft. Und Pluto hast du im Krebs. Und das, was du hier lernst, auch, das ist diese Transformation. Und Krebs hat mit unserem Inneren was zu tun, deinem inneren Kraft vertrauen. Es gibt in Astrologie eine Drache. Diese Drache ist getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten. Und wir kennen den Körper. Und das ist die absteigende Mondknoten. Und das zeigt Vergangenheit. Alte Karma, alte karmische Erinnerungen, Erfahrungen. Das nennt man Ketu und das hast du im Krebs. Hier kommen bei dir karmische Erinnerungen. Das kann auch mit Vaterbild was zu tun haben. Der Drachenkopf kennen wir nicht und die Seele sucht das, weil die Seele braucht das. Die Seele möchte den beiden Teilen zusammenfügen. Und dieser Drachenkopf hast du im Steinbock. Rahu heißt das. Und das ist dein karmischen Weg, was dich befreit. Ziele setzen, nicht aufgeben, geduldig zu sein, Ausdauer haben, zu deinen Werten stehen, die wertvollen Dinge in Besitz zu nehmen, um die Finanzen kümmern. Unserem Planet Erde bewegte sich auch hier im Steinbock. Unserem Planet Erde zeigt, das manifestiert sich bei dir. Die Werte, dein Selbstwertgefühl und die Finanzen. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Chandra ist der Mond und verliebt sich an Rohini. Rohini symbolisiert ein pubertierendes Mädchen, also jung, schön, unschuldig. Und der Mond macht einen Heiratsantrag und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen und jede Frau verkörpert anderen Eigenschaften. Natürlich ist das Astrologie und handelt um die Sterne, also die Einflüsse von Fixsternen, zeigt das. Dein Aszendent ist im Schütze, befindet sich im Mondhaus Mula und das bedeutet die Wurzel, die Fundament. Das ist für dich sehr wichtig in deinem Lebensweg und das sind deine Wünsche. Sonne befindet sich im Krebs, genau hier im Krebs
Und dieses Mondhaus heißt Ashlesha. Und diese Ashlesha ist eine Schlange. Das ist die Schlangenenergie oder Kundalini-Energie. Und das ist hier auch die Transformation. Das, was ich erzählt habe, dieses Loslassen und Befreien auch von negativen Gefühlen wie Angst. Und dann übergehen auf die positiven Gefühle. Das ist die zweite Schlange. Und es ist diese Kundalini-Energie hier, diese Schlangenenergie. Und das, was für dich wertvoll ist, das Befestigen. Und das, was du nicht brauchst, das Loslassen, Aufräumen in diesem Rucksack. Mond ist im Stier hier und befindet sich im Mondhaus Rohini. Das ist die große Liebe des Mondes, diese Unschuld, diese Schönheit. Und das entspricht deinem Gefühlszustand. Mars befindet sich im Waage. Und dieser Mondhaus heißt Vishaka. Vishaka ist ein Feuergöttin und das zeigt die inneren Feuer, dieser Tempelfeuer. Und das ist die Begeisterung, die Herzenswärme. Aber Vishaka verbrennt etwas, damit dieser inneren Feuer brennen kann. Was verbrennt Vishaka? Das ist nichts Zerstörerisches. Alles, was im Weg liegt, das ist das Loslassen, genau das symbolisiert dieser Reinigungsprozess. Die Feuerenergie kann auch reinigend wirken, so wie die Wasser auch natürlich. Merkur befindet sich im Krebs, hier auch in diesem Mondhaus Ashlesha, diese Schlangenenergie, diese Kundalini-Energie. Jupiter im Widder hier befindet sich im Mondhaus Kritika und das ist hier die Plejaden gemeint. Die Plejaden sind die sieben Töchter von Atlas. Dann gibt es noch die Hyaden. Die sind auch die Töchter von Atlas, die sind Halbgeschwister. Und die Hyaden und die Plejaden zusammen bilden sich die goldenen Tor der Ekliptik. Und hier regnet es, nennt man die Hyaden und die Plejaden nennt man auch als Regengeschwister, weil die immer die Regenzeit verkünden. Aber die weinen, das erzählt die mythologische Geschichte. Also hier regnet es, hier regnet es oder die weinen, könnte man das auch mal so sagen. Und diese Geschichte erzählt Frau Holle. Genau das erzählt Frau Holle. Was regnet hier in diesem Tor der Ekliptik, diesem goldenen Tor? Regnet Gold wirklich oder Pech? Das liegt in unserer Einstellung. Entweder sind die Gewinner im Leben und haben wir eine optimistische Haltung, dann regnet Gold oder sind wir die Verlierer im Leben, weil wir ständig pessimistisch sind oder ständig mit Problemen uns befassen, dann regnet die Pech. Wir entscheiden, in welche Richtung ist die Einstellung. Und das ist hier diese Weisheit, was Jupiter hier ihm wieder vermittelt. Venus befindet sich in Löwe. Dieser Mondhaus heißt Makha und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist eine von den königlichen Sternen, die Sterne der Könige. Regulus ist die Herz der Löwen, zeigt Herzensangelegenheit. Öffne dein Herz. Und das ist dein Venus-Energie. Hier. Abgesehen davon, dass du sollst dich als Frau wirklich so königlich auch fühlen. Weil das steht zu dir zu. Das entspricht deiner Natur. Und dann natürlich die Herzöffnung. Ich vergleiche das immer mit einer Schatztruhe. Diese Schatztruhe öffnen, dann sehen wir alles, was drin ist, alles, was wir lieben. Und hier könnte ich vorstellen, Reisen und Spiritualität spricht dich an. Saturn befindet sich im Jungfrau hier.
Dieses Mondhaus heißt Hashta, übersetzt bedeutet das Hand, Handlungen, und wird von Winde Myatrix bestrahlt. Winde Myatrix ist ein Stern im Himmel, wurde bei Römer verehrt. Das ist die Weinleserin und zeigt Lebensfreude. Lebensfreude, das ist wichtig. Uranus ist in Zwillinge hier, hat einen Einfluss auf Partnerschaft. Uranus befindet sich im Mondhaus Punarvashu und wird von Sirius bestrahlt. Sirius ist die hellste Stern im Himmel. Das ist Glanz wie ein Diamant. Und dieser Glanz sollst du erleben in Liebepartnerschaft. Aber du selbst als Frau brauchst du auch diesen Glanz. Neptun ist hier im Jungfrau. Und dieser Mondhaus heißt Chitra und bedeutet Balancepunkt, inneren Gleichgewicht, inneren Harmonie und wird von Spica bestrahlt. Spica ist ein Stern im Himmel und symbolisiert die Weizenähre der Jungfrau. Und das bedeutet Ernte. Das trägt alles Ernte und das sind hier deine Ziele. Pluto befindet sich im Krebs hier und dieser Mondhaus heißt Ashlesha. Das ist die Schlangenenergie, was ich erklärt habe. Trennen von alles, was dich belastet. Loslassen und befestigen, was dir wichtig ist. Genau im selben Mondhaus befindet sich Ketu aber auch. Hier hast du diese karmischen Aufgabe, das heißt, du hast noch diese karmische Erinnerungen, was du loslassen sollst. Ketu ist auch im selben Mondhaus, ja, und Rahu, hier dieser Drachenkopf im Steinbock, befindet sich im Mondhaus Tanishta, das heißt übersetzt Grenzgebiet. Das heißt, du brauchst Ideen in dein Leben, eine Vorstellung, Gedanken, Pläne. Und dann sollst du das aber beschreiben. Was ist das genau? Und das heißt, Nomen est Omen. Und dann hast du die Richtung, dann hast du die Orientierung, genau das Befestigen, da konzentrieren auf dem Wesentlichen. Die Verbindungen. Sonne und Mars steht in Spannung. Das ist Vaterbild und der Partner. Und solange bis du Vaterthemen hast, dann hast du Verlustangst. Und das überträgst du auf die Partnerschaft. Und das sind karmische Erinnerungen. Dann steht Merkur, Jupiter auch in Entspannung. Und da hast du auch Erinnerungen an die Kindheit, vielleicht sogar karmische Erinnerungen. Du warst klein gehalten und wurde deine Größe dir gar nicht bewusst. Und deine Lernaufgabe ist, zu deinem Glanz zu kommen, zu deiner Größe stehen. Pluto steht in Verbindung hier zum Mondknoten. Und das heißt, konzentriere auf dem Wesentlichen. Und das bist du selbst. Und als Frau lebt dieser Glanz, das brauchst du auch mit diesem Löwe und Regulus brauchst du das auch. Und lebt das, was du liebst, Reisen oder Sport oder Bewegung. Dann sind deine Wünsche, Sehnsüchte nach Liebe, Partnerschaft, das nicht aufgeben. Nimm diese wertvollen Dinge im Besitz in dein Leben, weil genau das manifestiert sich auch. In die Bild. In diesem Bild in die Mitte, das ist die tibetische Astrologie und hier herrscht die Wasserdrache, die Regendrache und das heißt Reinigung, du brauchst Reinigung. All das, diese Einflüsse von außen, wenn du nachgibst, dann stoßt in deinen eigenen Grenzen. Bleib zu dir selbst treu. Diese Wasserdrache oder Regendrache zeigt Willensstärke, ist auch schlau, optimistisch. Wenn du versuchst, etwas festzuhalten, das kann dich blockieren. Wenn du verhandelst
und bestimmst selbst dein Leben, dann hast du auch Erfolg. Du bist sehr hilfsbereit, manchmal verspürst eine gewisse Unruhe in dir. Diese Farben haben auch Bedeutung. Und das heißt hier, diese blaue Farbe ist deine Intuition, deinen Gefühlen. Dann hast du hier die Holzelement. Wenn du intuitiv handelst, dann kommt auch dieses Wachstum und da blüht auch was auf. Die Zahlen, Glückszahl ist 9 im Feuerelement. Und das bedeutet, wenn du selbst in deinen Grenzen stoßt oder jemand versucht, dich in die Enge treiben und dir Grenzen setzt, dann sollst du Kraft und Mut zeigen, dich zu wehren, dich zu behaupten. Die Zentrum in dein Leben ist die Zahl 3 im Wasserelement. Und das heißt, handel intuitiv nach Gefühl. Und dann entsteht etwas Neues. Vergleiche etwas oder gleiche aus. Und achte auf das Denken und Fühlen, dass das in Harmonie ist. Und dann hast du diese Kraft in dir und da entsteht etwas Neues, diese Zahl 3. Dein Schicksalszahl ist die Zahl 6 im Metallelement und das heißt, bereinigen die Erinnerungen. Dieser reinigende, heilende Prozess braucht all das, was mit den Erinnerungen zusammenhängt. Liebe Saitirina, so könnte ich dein Geburtshoroskop erklären. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.